Hallo, ich bin Fanasna. Heute sprechen wir über ein wichtiges politisches Ereignis auf unserer Insel Madagaskar. Es geht um das Fest der Unabhängigkeit auf der ganzen Insel. Madagaskar erhielt den Status der Unabhängigen Republik am 26. Juni 1960. Unser erster Stadtpräsident war in dieser Zeit der Sozialdemokrat Philbert Sirhanen. Nach 3 Tagen, also am Samstag, den 26. Juni, werden wir unsere 61. Unabhängigkeitstage groß feiern. Der erste Nationalfeiertag am 26. Juni 1960 dauerte damals einen ganzen Monat, aber dieses Jahr wird dieses prachtvolle Fest nur für 2 Tage, also am 25. und 26. Juni, gefeiert. Das größte und schönste Fest an diesem Nationalfeiertag findet hier im Stadtzentrum Antananarivo statt. Seit Anfang Juni wurde unsere nationale Flagge überall in den staatlichen und privaten Gebäuden und Ministerien sowie auch vor den privaten Wohnungen stolz gehisst. Unsere Nationalfahne, die bunte Laterne und Lampen sowie auch verschiedene Spielzeuge werden überall am Straßenrand angeboten. Die Verkäufer machen sehr gute Geschäfte damit. Am 25. Juni abends begleiten die Eltern ihre Kinder mit dieser bunten Papierlaterne mit verschiedenen Farben und Formen zu einem Versammlungsort, entweder in Richtung See Anus oder am oberen Stadt in der Nähe des Königspalastes, um das spektakuläre Feuerwerk zu bewundern. Hier am Avenue de l'Independence im Stadtzentrum werden auch verschiedene Konzerte und Tanzveranstaltungen organisiert. Die offizielle Militärparade, geführt von dem heutigen Stadtpräsident Andrzej Duda, findet am 25. Juni an den nagelneuen renovierten Stadion, genannt nach dem nationalen Fußballspieler Barea, statt. Wegen der Pandemie des Coronavirus können wir dieses Jahr leider unsere 61. Unabhängigkeitsfest nicht richtig genießen. Trotzdem werden die madagassischen Familien natürlich zu Hause bei einem leckeren Festmahl treffen. Auf das Menü steht meistens gebratene Schwein und Truthahnfleisch. Nächstes Mal werden wir über ein neues und interessantes Thema sprechen. Sollten Sie inzwischen Fragen über Ihre nächste Madagaskar-Reise haben, dann stehen wir Ihnen immer zur Seite. Feluma aus Madagaskar.